Ja, guten Tag und herzlich willkommen Ihnen allen zum heutigen Online-Seminar zum Thema DRG-System-Update, Schwerpunkt Codierung in der Hämatologie und Onkologie. In den nächsten circa 90 Minuten werde ich Ihnen mit dem Schwerpunkt Hämatologie-Onkologie die Neuigkeiten im DRG-System 2022 vorstellen. Das wird diesmal, ich nehme es gleich vorweg, vor allem die Diagnosen und Prozeduren betreffen, weniger die DRGs. Das liegt daran, dass aufgrund der Corona-Pandemie das DRG-System nicht einen großen Schwerpunkt in Überarbeitung in der Onkologie hatte, aber sehr wohl im Bereich der Diagnosen, also ICD-10 und Prozeduren, also OPS, einige wesentliche Veränderungen gekommen sind. Ich werde Ihnen, Sie bekommen ja die Folien dann auch gerne noch als Download im Nachgang vom Verlag Mittwoch 2 zur Verfügung gestellt. Ich werde Ihnen dann auch immer wieder in Form dieser Tabellen sehr kompakt die Veränderungen darstellen. Das ist dann auch für Sie mal im Nachgang zum Nachlesen. Wir werden uns heute auf die hämato-onkologischen Themen fokussieren. Die anderen Dinge können Sie dann hier sozusagen schon mal mit einem Auge zur Kenntnis nehmen. Das ist aber nicht Bestandteil des heutigen Online-Seminars. Wenn wir uns die Veränderungen anschauen, und das ist natürlich für die Hämato-Onkologen vor allem auch das Thema Infektiologie in den Kapiteln A, B und dann auch am Ende in den Zusatzcodes im Kapitel U sehen Sie, hier sind keine wesentlichen Neuerungen zu beobachten. Ich werde Ihnen nachher noch einige Kleinigkeiten zum Thema Covid-19 zeigen, aber im Großen und Ganzen ist hier nichts passiert. In der Onkologie gab es tatsächlich eine spannende Neuerung bei den soliden Tumoren und noch eine Klarstellung, die auch schon länger von der DGHO gefordert oder angeraten wurde zum Thema PTLD, also Posttransplantationslymphome, die ich Ihnen gleich noch ausführlich vorstelle. Das Thema Mangelanämien und Klarstellung der Kodierung hier war ein Thema des Bundesschlichtungsausschusses im Jahr 2020 und das wurde jetzt auf Vorschlag von uns hier aus Heidelberg auch im ICD-10 klargestellt, sodass es da, wo es hingehört und wo es auch gesucht wird, nun auch entsprechend steht. Bei den Leukämien-Lymphomen, gehen wir zum nächsten großen Kapitel, ist die Grundstruktur dieser Abbildung der Fälle in der MDC 17 gleich geblieben. Hier gibt es weder neue noch gestrichene Fallpauschalen, so wie das ja im letzten Jahr durchaus mit Kondensationen, beispielsweise bei der R63, der Fall war. Bei der R60 und bei der R63 sehen Sie auch hier unverändert die Split-Kriterien. Was natürlich jetzt neu bewertet wurde, ist die Komplexität der Chemo. Das ist vor allem bei der R63 neu, zeige ich Ihnen nochmal. Und es gab hier eine Aufwertung erneut, die HLA-Typisierung ist 21 schon aufgewertet worden, jetzt in 22 nochmal. Und es gab bei der R60 durchaus auch eine Aufwertung der Isolationsbehandlungen im letzten Jahr. Das betrifft natürlich auch Covid-Fälle, sodass hier für 22 gar kein Anpassungsbedarf mehr bestand. Und wenn man sich mal anschaut, hat das jetzt größere Veränderungen nach sich gezogen, vor allem die Neubewertung der Chemo. Dann sehen Sie, es gibt natürlich punktuell Aufwertungen. Einige sind auch mehr oder weniger gleich geblieben. Aber es gab hier tatsächlich bei diesen hier doch ganz ordentliche Abwertungen, auch durchaus höhergradig durch die Neubewertung der Chemo. Also hier wird entscheidend sein, dass Sie sich Ihre Fälle nochmal anschauen und schauen, ob diese Abwertungen vielleicht durch den einen oder anderen zusätzlichen Fall wenigstens teilkompensiert werden oder ob es hier dann tatsächlich erstmal einen negativen Katalogeffekt gibt, der dann in den nächsten Jahren sicher auch wieder durch Bewertung, Kostenbewertung dieser Chemotherapien wieder eingepreist werden müsste.